Unsere Fahrräder sind von der Firma RSM Bike und wir hatten da eine Kooperation und diese Kooperation ist zu Ende. Wir bedanken uns bei Regina und Michael Schwendemann für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit. Aber jedem Ende steht auch ein Anfang gegenüber und in jedem Anfang liegt auch ein Zauber. Und herzlich willkommen bei der Firma ASW Bike hier in Neuried auf der Alm 1 an unserem neuen Standort. Das ist der Zauber des Anfangs. Der Dandi, den kennt ihr ja schon alle. Der ist ja schon lange bei RSN gewesen. Und er hat jetzt nach dem wohlverdienten Ruhestand von Regina und Michael, hat er jetzt die Firma übernommen und hat auch gleich kräftig umgekrempelt. Denn jetzt ist er nicht mehr in der Kanonengasse, sondern jetzt ist er auf der Alm. Und wie ihr sehen könnt, der Showroom ist schon mal ganz neu gestaltet. Es gibt ein großes Lager und das hat natürlich auch den Vorteil, dass dann viele Räder vorrätig sind. Andi, erzähl mal zu deinem Neuanfang. Ja, wie ihr ja mich kennt, seit 2017 war ich Angestellter bei Regina und Michael Schwendemann, die Gründer von RSM Bikes. Und letztes Jahr habe ich mir das Angebot, dass die Firma oder beziehungsweise den Mobilist ihr Baby in ihrem Namen auch weiterzuführen. Und das habe ich natürlich sehr herzlich gern angenommen. Und dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir die neue Firma gründen mit einem neuen Namen, mit ASW Bike, Hersteller und Händler von RSM Bikes. Und es hat sich jetzt so ergeben, nicht weit weg von Neuried in der Kanonengasse, immer zwei Ortsteile weiter in Ichenheim, haben wir jetzt auf der Alm 1 ein schönes großes Gelände mit 5000 Quadratmeter Außengelände. Wir haben 100 Quadratmeter Showroom, ca. 480 Quadratmeter Lager, 40 Quadratmeter neue Werkstatt gezimmert. Und ja, es gibt dann auch noch draußen, werdet ihr vielleicht nachher auch mal noch sehen, gibt es dann auch eine Abstellmöglichkeit für Wohnmobile, für Kunden und Interessenten. Könnt ihr gerne hierher kommen, hinstehen, mal eine Nacht übernachten, wenn ihr unsere Räder probieren wollt zum Probefahren, ist alles gar kein Problem. Also wir haben es immer so gehandhabt mit unseren RSM Bikes, wenn wir mal in Süden fahren sind, was natürlich bei uns relativ häufig vorkommt, weil es ja im schönen Schwarzwald direkt am Rhein liegt, ja. Dann sind wir hergefahren, haben uns Leihräder genommen, einen Ausflug an den Rhein gemacht und dann wurde der Kundendienst durchgeführt für jemanden aus Norddeutschland. Der kommt einfach runter, wenn er nach Italien fährt, mit Terminabsprache oder Kundendienst hier gemacht. Ihr bekommt so lange Leihräder, fahrt ein bisschen in der Gegend rum und dann fahrt er mit frisch restauriert oder wie sagt man, mit frisch eingestellten Rädern, fahrt er dann weiter Richtung Süden. Genau. Klappt wunderbar und mit Andi haben wir ja schon Erfahrung gemacht. Und wir machen jetzt auch dann noch was an unserem Gustl. Das zeigen wir euch natürlich auch. Genau. Herzlichen Glückwunsch zur Firmenübernahme. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und wünschen gutes Gelingen mit der neuen Firma, mit der neuen Halle und mit vielen neuen Gästen und Kunden. Vielen Dank. Die Regina und Michael Schwendemann, die haben mir auch letztes Jahr das Angebot gemacht und mir das Vertrauen geschenkt, dass ich das Unternehmen oder ihr Mobilist und ihr Baby weiter betreue du und weiter vertreibe du. Und auch an euch nochmal recht herzlichen Dank dafür. Ich weiß es zu schätzen. Applaus
Und man sieht hier vorne links, vorne rechts, Entschuldigung, von mir aus. Man sieht schon, sind zwei YouTuber da. Also heute Abend wird gefilmt, fotografiert. Also nicht wundern, wenn einer starr will, muss er einfach so neben mich stehen. Dann seid ihr morgen auf YouTube. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Somit ist auch hier drinnen das Buffet eröffnet. Und ja, morgen ab 10 Uhr, wer noch kein Mobilist von uns hat, kann gern kommen. Ab 10 Uhr kostenlose Probefahrt. Und ja, am besten bei Gefalle gleich mitnehmen. Dankeschön. Wir sind da und der Hago ist auch da. Genau, hallo. Elliot, hallo, hier haben wir mein neues Prachtstück. Super! Ein Mobikus. Da habe ich mich drauf gefreut. Das passt zu mir. So, wenn es schon ein neues Fahrrad gibt, dann muss natürlich auch der richtige Aufkleber drauf. Und wenn ihr einen braucht, ich habe sie in alle Farben da, ruft mich an oder schreibt mir, dann schicke ich euch einen zu. Zu wem er gehört, muss dann natürlich noch ein Aufkleber drauf. Jetzt ist es meins. So, das war unser Ausflug nach Neuried-Ichenheim zur ASW-Bike. Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern von ASW, speziell natürlich beim Andi und beim René für die Unterstützung. Ich freue mich über mein neues Mobicross und es wurde auch gleich für den Mobiholder fertig gemacht, damit es in unsere Garage passt, weil das ist ja wohl etwas größer und etwas kräftiger als das normale Mobilist. Wir fahren ja übrigens schon seit 2019 Mobilisten und sind äußerst zufrieden damit. Ja, genau. Und wir wünschen euch immer allzeit gute Fahrt auf eure Fahrräder. Und ja, und jetzt sagen wir einfach tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.